Sehr schön und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um das Format, was mir mittlerweile sehr, sehr gut gefällt. Und zwar, wie verdient man Geld mit seinem Hobby? Wie kann man sich da was dazu verdienen? Ich werde heute mal zeigen, wie ich ganz viele Holzschalen drechsel, beziehungsweise Holzplatten. Ich werde dir zeigen, wie du die Rohlinge selber herstellen kannst. Wie du dann auch Baumstämme dafür nutzen kannst. Was ist jetzt dann los? Ich werde dir zeigen, wie du dir hier solche Holzschalen zusammenleimen kannst. Warum die hier nicht fertig ist, werde ich dir aber auch im Video noch erzählen. Und außerdem werde ich dir noch eine Alternative geben, wenn du nicht so genau weißt oder nicht so die riesigen Maschinen hast, um das herzustellen. Wie man die hier herstellen kann, diese Rohlinge. Werde ich dir auch im Video zeigen. Ist mittlerweile echt meine Lieblingsmethode, wie man das Ganze macht. Wie das Ganze abläuft, wirst du aber dann gleich im Video sehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video und sag einfach mal, let's go. Ich habe lange nicht gewusst, was ich mit hier diesen Scheiben machen soll. Aber jetzt werde ich es zu Holzschalen fabrizieren. Und warum verleimen? Macht das überhaupt Sinn? Diese Baumscheiben, die habe ich ja klein geschnitten. Und habe sie damals einfach in die Maße geschnitten, weil ich nicht genau wusste, was ich daraus machen soll. Und ihr könntet alternativ, aus einem kompletten Stück Baum hier dann das Ganze herstellen und sie halt nass vordrechseln. Das wird definitiv funktionieren. Wenn ihr viel Zeit habt und ein paar Stämme habt, die ihr dann direkt vordrechseln könnt, ist das auch alles gut und schön. Aber wenn ihr noch nicht so genau wissen tut, was ihr draus machen wollt oder, ist es ganz sinnvoll, solche Scheiben einfach in solche Maße zu schneiden. Dann können die alles mal trocknen und später können ihr sie dann, wie jetzt in diesem Video hier, zu Holzschalen zusammenleimen und die dann drechseln. Speziell, wenn ihr vielleicht nicht solche Maschinen habt, die dafür ausgelegt sind, 30 große Rohlinge zuzuschneiden. Das habe ich nämlich gemerkt, meine alte Bandsäge, die war dafür nicht wirklich ausgelegt. Dann könnt ihr das hier einfach in Ruhe zur Seite legen und es kann alles mal trocknen. Und es ist nicht wie in meinem Fall, dass das Holz im Prinzip kaputt ist und man nicht wirklich viel mehr draus machen kann. Das ist hier der klare Vorteil. Hier habe ich mir auch schon die erste Schablone an die Wand gehängt. Und das hier ist zum Beispiel eine Schablone. Ich gehe was holen. Und das ist zum Beispiel die Schablone, wenn ich hier diese Teile zuschneide. Das sind Griffe für Flaschenöffner. Fertige Flaschenöffner. Diese hier übrigens, die Kopfteile findet ihr in meinem Shop. Das bedeutet, ich werde mir jetzt für verschiedene Maße, werde ich mal verschiedene Schablonen machen, die ich dann hier immer hinhängen kann. Und wenn es mal wieder soweit ist, wie jetzt zum Beispiel heute, dann kann ich die einfach holen und kann mir die Teile anreißen und zuschneiden. Das hier ist so ein Streifen, der sieht relativ gut aus, der hat auch keine Mängel. Den werde ich auftrennen und später zu einer ganz großen Schale zusammenleimen. Aber da gibt es noch andere Fälle. Im Moment habe ich nichts da, aber das hier zeigt es relativ gut. Wenn hier diese Bohlen ein kleines Stückchen dicker wäre, könnte ich hier mir schon einen Kreis rausschneiden, aus dem ich dann eine fertige Schale drechseln könnte. Da habe ich nur leider jetzt gerade nichts da. Da würde ich einfach direkt eine komplette Schale rausschneiden und würde das hier nicht zusammenleimen. Mit dieser Schablone können wir halt jetzt einfach noch Stücke, die gut sind, hier rausschneiden und die dann dafür benutzen. Die Teile haben wir gerade alle auf Breite geschnitten. Ich habe sie gerade noch einmal mit der Kupferbürste sauber gemacht, damit ich jetzt nicht so viel Dreck an meiner Hobelmaschine habe, damit die Messer auch einigermaßen scharf bleiben. Das werden wir jetzt alles mal abrichten. Leider ist mein Spänenabschneider voll. Deswegen habe ich die letzten drei Dinge auch gerade ohne Absaugung gehobelt. Und ich merke jedes Mal, wenn da keine Absaugung an ist, wie viel so eine Hobelmaschine an Abfall produziert. Extrem. Und ich habe übrigens noch was, warum ich weiß, warum es cooler ist, das Holz so zu trocknen. Ihr seht jetzt hier einige Teile und wir haben alle diese schöne Blaufäule. Die Blaufäule, die kommt daher, wenn das Holz relativ schlecht gelagert wird, wenn es auf dem Boden liegt, wenn es immer nur wieder nass wird und wieder trocken wird, dann entsteht das hier. Und mir gefällt es halt sehr gut und das finde ich richtig cool. Und ich habe mich auch ein bisschen anders entschieden. Am Anfang wollte ich die ganzen Bretter so zusammenleimen, damit ich eine große Schale draus mache. Aber jetzt werde ich das Ganze so zusammenleimen, damit ich so eine Schale dann draus bekomme. Und die Teile müssen wir jetzt einfach nur noch ablenken. Ich mach's jetzt mal und guck, wie es aussieht. Mach nur mal. So. Ich denke, die Tiefe reicht, oder? Jo, ist gut, ne? Jetzt weiß ich, wie es dir geht. Ja. Ja.
Ich habe gerade an der Bandsäge die Holzrohlinge zugeschnitten und habe anschließend hinter der Kamera jetzt mal eine Schale gedrechselt. Die werde ich jetzt mal zeigen. Die ist richtig gut geworden, die gefällt mir auch echt gut. Die Optik hier von diesen zwei Holzsorten, also von diesen verschiedenen Holzfarben, gefällt mir auch ziemlich gut. Und das hat soweit gut funktioniert. Dann habe ich aber noch eine ausprobiert, hinter der Kamera zu drechseln. Und da habe ich halt gemerkt, dass das Holz nicht mehr so gut war. Es hat wirklich zu lang feucht gelegen, weil das ist mittlerweile so weicher gewesen, dass man es einfach nicht mehr gut drechseln konnte. Ihr seht, die eine Holzsorte ist okay gewesen, aber auf der anderen Seite war es halt dann nicht mehr so gut. Da habe ich überlegt, was kann man noch machen, um Schalen herzustellen, um die dann zu verkaufen. Und da seht ihr auch schon nebendran eine Holzbohle. Das hier ist eine Buchenholzbohle. In dem Fall ist die gar nicht so gut dafür geeignet, weil hier so viel Rind an den Seiten ist. Und eigentlich könnte man dort aus einen schönen Tisch bauen, wo man zum Beispiel noch hier diese schiefe Ebene benutzt, wo die Rinde halt eben gewesen ist. Die Buchenbohle habe ich jetzt aber hier und aus der werden wir jetzt noch ein paar Rohlinge rausschneiden. Seid nicht irgendwie schockiert, dass das jetzt so teures Holz ist und. Die Bohle hier hat 20 Euro gekostet, also quasi wirklich kein Geld. Aber die Bohle hier, die ist auch nicht aus dem Großmarkt gewesen, die ist von einer Privatperson gewesen. Die wollte die einfach nicht mehr haben und hat sie mir deshalb, weil ich auch alles gekauft habe, das war am Schluss Holz für 300 Euro, da hat eine 20 Euro gekostet und habe ich einfach alle mitgeholt. Da werde ich jetzt erstmal schauen, wo ich Holzfehler habe. Ich habe eben schon ein paar gesehen, aber ich muss dazu auch sagen, dass das jetzt Holzschalen sind. Wenn da ganz feine Haarrisse drin sind, in dem Fall hier, stört mich das nicht so extrem, weil man es auch später eigentlich so gut wie nicht mehr sehen wird. Hier aus diesem mittleren Stück werde ich ein paar größere Holzschalen machen, wobei man dazu sagen muss, dass das eher Holzplatten am Schluss werden. Aber die werden auch super schön werden. Werden. Zum Finish wieder ganz einfach, weil es schneller und einfach ist. Ich habe auch ein bisschen hier drauf. So, und jetzt einmal fest drauf drücken, damit es ein bisschen warm wird. So, also ein paar Späne, einfach dran halten. Das war's mit der Außenseite. So gut wie perfekt. Ihr habt gesehen, das hat relativ gut funktioniert. Und wenn das Werkzeug einigermaßen scharf ist, dann könnt ihr da echt durchziehen. Und es macht richtig viel Spaß und ihr könnt wirklich merken, oder ihr merkt wirklich, wie ihr bei jeder Schale immer besser werdet. Das habe ich jetzt auch nochmal ganz krass gemerkt. Also wenn ihr wirklich üben möchtet, Schalen zu drechseln, dann kann ich euch das echt empfehlen. Fängt vielleicht mal mit solchen kleinen an, da habt ihr nämlich eine stärkere Kurve, da müsst ihr stärker lenken und das ist sehr, sehr gut zum Üben. Wo es dann ein klein wenig schwieriger wird, das ist halt bei den großen, weil ihr da quasi das Ganze vorne plan fährt. Aber es ist auch sehr, sehr gut zum Üben und ich finde die Buchenschalen hier, die sehen echt gut aus. Und da habe ich jetzt schon ein paar aus dieser einen Bohle rausbekommen. Das schaut echt super aus. Jetzt mache ich mal noch einmal die Eisen scharf und ich höre tatsächlich mal seit langem wieder Musik auf den Kopfhörern. Das ist so tiefenentspannt. Ich werde auch gleich... Boah, Nick, ihr seht nichts, ich sehe nichts. Warum ist denn die letzte Zeit immer der Teil so dreckig? Ich sehe es halt auch nicht mehr. Wo war ich? Ich mache ungefähr alle 2 bis 3 Schalen die Eisen komplett einmal scharf und dann habt ihr auch Spaß und müsst nicht zu oft schärfen.
So, es hat mit einer kleinen Schale angefangen. Zwischenzeitlich wurden es ein paar große Schalen. Das ist die größte. Und es hat dann mit einer kleinen wieder aufgehört. Und ich habe auch hier wieder gemerkt, wenn ihr wirklich mal so festgestellt habt, dass ihr Probleme beim Drechseln habt, speziell beim Schalen drechseln, macht einfach mal 10 Stück hintereinander. Das habe ich in diesem Fall auch wieder gemerkt und wenn ihr das dann einmal getan habt, dann lernt ihr so schnell dazu und ich muss echt sagen, dass hier diese Schalen perfekt sind. Ihr seht sie hier in der Spiegelung. Ich zeige euch mal eine, die nicht gut ist. Wenn ihr euch selbst mal überprüfen möchtet, die habe ich am Anfang ein bisschen dünn gemacht, haltet das Ganze mal ins Licht, sodass es sich spiegelt. Und wenn ihr hier Riefen seht, dann spürt man die in der Regel auch so ein bisschen mit den Händen. Also, das war aber auch die erste. Und dann war es schon echt sehr gut im Nachhinein. Hier sieht man es auch noch ein ganz klein wenig. Hier sehen wir eine ganz leichte Delle. Das ist jetzt in dem Fall nicht tragisch. Ich finde es gar nicht tragisch. Vor allem, man muss auch dazu sagen, dass hier sind jetzt keine Schalen, die 50 Euro kosten werden. Die werden so wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Euro liegen, diese Holzschalen. Die großen, die kleinen natürlich günstiger. Und deswegen ist das mehr als okay. Die sind hier auch wirklich, wirklich nicht schlecht. Aber noch was anderes. Ich habe das Video ja ein bisschen anders angefangen. Und zwar war das anderes Material, mit dem ich angefangen habe. Und leider, leider war eine Bohle nicht mehr gut, sodass die Oberfläche einfach nicht gut genug geworden ist. Du siehst hier die Holzschale. Und das ist ja so ein Teil, was wir verleimt haben. Und hier seht ihr ganz, ganz deutlich, auf der Seite hier seht ihr es noch deutlicher, dass ihr ziemlich viele Ausrisse habt. Das liegt an dem Holz, nicht an der Drechselarbeit. Das seht ihr hier ja so krass, weil ihr hier einmal noch ein anderes Holz habt, was ein bisschen anders gelagert worden ist. Und das hier, das ist einfach nicht mehr gut gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du hier in diese Richtung drechselst, dann hat das keinen Rückhalt. Deswegen ist diese Seite okay und diese nicht. Da kann man es also auch einfach rumdrehen und da ist diese Seite okay. Das bedeutet, es hat wirklich nicht an der Drechselarbeit gelegen, es hat am Holz gelegen. Und ihr habt jetzt auch gesehen, wie viele coole Holzschalen man aus so einer einfachen Holzbohle machen kann. Das macht richtig viel Laune, die zu drechseln. Also das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Das war wirklich einfach schön. Erst die Außenseite, dann die Innenseite, ein bisschen gute Musik dazu hören. Das ist einfach genial. Und genau deswegen auch wieder ein Punkt, warum ich dieses Format so liebe. Ich zeige euch, wie ihr euch ein bisschen was dazu verdienen könnt, wie es auch so vielleicht ein bisschen sinnvoll ist und einfach so einen Denkanstoß geben. Das ist auch so der Hintergrundgedanke. Und mir macht es auch megamäßig Spaß, hier diese ganzen Folgen dann herzustellen. Eine coole Sache will ich dir jetzt aber noch zeigen. Und zwar geht es um den Drechselplatz. Der ist jetzt ein bisschen dreckig. Zuallererst seht ihr, dass hier auf der Seite diesmal wirklich mal ein Leintuch gespannt war. Das Ganze hängt einfach hier oben an der Decke. Und im Grunde genommen, fallen die ganzen Späne eh alle hier in so diese Richtung. Und hier seht ihr sogar, wie sie sich teilweise noch auf dem Leintuch sammeln. Und da ist, boah, ist so viel Schleifstaub. Genau. Und das grenzt hier so diesen ganzen Platz schon mal ein bisschen ein. Aber gleich werde ich euch zeigen, wie ich den Platz sauber machen werde. Das ist nämlich genial. Ich habe hier die ganzen Drechselspäne auf einen Haufen gekehrt. Und jetzt kann ich einfach anfangen, die ganz entspannt hinten in meinen Drechselbank zu werfen. Ihr seht da, das Ganze wird gerade nicht mehr abgesaugt. Das liegt aber auch daran, dass das so lange Späne sind. Und indem ich die hier oben raufwerfe, die Späne, kann ich ja auch manchmal, wenn das so extrem große Buschel sind, mal lösen. Denn wenn ihr so einen kompletten Haufen einfach reinkehrt, verstopft sehr, sehr schnell die komplette Anlage. Und so können das jetzt einfach Stück für Stück hier rein drücken. Müsst euch nicht bücken. Der Staub wird auch, den man hier so aufführt, der wird ja dann auch mit runtergesaugt. Als nächstes kann ich jetzt mal anfangen, die Drechselbank hier noch ein bisschen genauer sauber zu machen. Dazu spanne ich mir den hier auf. Da habe ich jetzt sehr, sehr viel Geschwindigkeit im Rohr. Und kann einfach hier alles wegsaugen. Als nächstes öffnen wir den nächsten Absaugport. Dazu muss ich erstmal den Port frei machen. Das ist hier unten ein KG-Verschluss. Das sieht man jetzt leider nicht so gut, aber dort drunter kann ich jetzt auch einen Schlauch anklemmen. Muss ich einfach wieder abziehen.
und kann jetzt auch hier drinnen die ganzen Drechselspänen hier reinkehren. Habt ihr auch mal meine neue Absaugung von der Drechselbank gesehen? Es gab jetzt zwei, drei Probleme, dass ich ein bisschen zu viel reingekehrt habe, aber das war auch meine Schuld. Und einmal war einfach die Absauganlage voll. Da habe ich dann die ganzen Hobelspäne aus meinem Spänenabschneider rausgeholt. Wenn euch der interessiert, schaut am besten einfach mal in die Videobeschreibung. Davon gibt es auch Pläne. Mega cooles Teil. Das soll es ansonsten für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Denkanstoß bekommen, wie ihr ein paar Holzschalen drechseln könnt oder Platten, welches Material ihr benutzen könnt und wie das dann am Schluss bei mir aussieht, wenn ich dann einfach mehr davon herstelle. Ich denke, das wird jetzt für mich so die nächste Zeit so erstmal das Lieblingsmaterial, weil es halt einfach, man kann es gut schneiden, man kann es gut in die Werkstatt tragen, man muss es nicht erst noch Jahre trocknen, wenn man die Bohlen fertig kauft, und das gefällt mir super gut. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Wie gesagt, wenn du so eine Holzschale möchtest, musst du leider nach Saarbrücken kommen, beziehungsweise was heißt leider, denn dort findet das am 30. November, mal nochmal spicken, genau, das findet am 30. November bis zum 1. Dezember statt. Vielleicht möchtest du ja vorbeikommen, kann man ein bisschen quatschen, und vielleicht kann ich dir auch was beim Drechseln zeigen, wenn es da eine Frage gibt. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.